was der alleine einfach losgelassen hat. Okay. Aber hab dann einfach nochmal X gedrückt, da hat er sich wieder eingefangen. Aber eigentlich könnte man doch eigentlich auch von da ganz oben bis runter mit der Kletteraxt klettern, oder? Also ich kletter von oben nach unten und gehe dann nach links. Ja, weil wir aber zwischendurch auch mit dem Seil geklettert sind, wir hätten eigentlich auch von oben einfach nach unten klettern können. Wir hätten es einfach fallen lassen können. Was habt ihr ja gemacht, ne? Ja, eben, ging schon nach. Wofür klettern? Wir können es einfach rutschen lassen. So, hier kommen wieder welche, ne? Ja. Es hat ein bisschen was von der Leiter aus Metal Gear Solid, die so ewig lang war. Uah. Da sind Babys. Ich facke sie gern an. Ich facke sie gern an. Du kannst mal mit den Babys machen. Wo sind die denn? Links. Ach, da rein. Ja, nee. Ich sehe sie. Die war tot. Bist du drei Stück oder sowas, habe ich gerade gesehen. Da ist noch eins. Ja. Ja. Das ist so. Was, ne? Ach so. Sehr gut. Irgendwann noch was essen hier. So. Jetzt ist gleich die Frage, wenn wir dann in diesen riesigen Raum kommen, wo wir tauchen müssen, ne, ob wir die alle platt machen oder ob wir einfach da durchrennen, tauchen und dann wieder rausrennen. Ohne ich richte mich da nach euch. Richtig. Worauf hättet ihr denn da Lust? Definitiv eigentlich die sichere Variante. Also ich glaube mal, die Frage lassen Kev und ich lieber euch beantworten, denn ihr seid die Intelligenten von uns. Ja, ihr habt die Ecke schon abgearbeitet, oder? Also ich renne da meistens immer durch. Aber ich renne auch manchmal ein bisschen länger, weil ich da ne, weil ich den Weg da nicht direkt finde. Warum lasst ihr eure Atemgeräte hier oben liegen? Die lagen hier schon. Ich bin voll mit den Flaschen. Okay. Wo wir wieder bei dem Thema Alkohol wären. Genau. Ja, bin ich auch voll. Hier ist ein Zelt, hier könnte man speichern. Dann machen wir das doch. Bevor der jetzt wieder unnötig verreckt, kann man jetzt schon sonst den Spielstand laden. Der braucht ja nicht hier drin ein Zelt. Ja, wollte ich auch gerade sagen, wer klettert hier runter und dann, oh, das ist so idyllisch hier, ich baue mir hier mein Zelt. Ah, da auf. ist ein Bild drin gewesen. Kannst du hier dann zweiten Speicher eröffnen, dann später, wenn wir alles haben. Dann mache ich hier nochmal einen Speichersatz rein. 9. Hast du schon dein Tauchgerät auf? Ja. Klar. Du siehst aus wie so ein der Bösewicht aus so einem neuen Spider-Man-Film oder so. Ja, ne. Darth Vader. Luke, ich bin dein Vater. Und wer ist die Mutter? Darth Mutter. Oh, ich bin gleich tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin ja nie mehr weggekommen. Ich bin schon dran. Geh mal schnell ein bisschen zurück hier. Sind aber jetzt gerade alle hops. Mensch. Bin ich an diesem doofen Stein da hängen geblieben.
Diese Gesundheit, die regeneriert sich so immer so langsam. Mhm. Aber ich bleib lieber bei dem Feuerzeug, weil da kann ich auch gleich. Ich glaube, da kommt wieder irgendwo was. Ja, ich bleib mal einen kurzen Moment hier stehen, bis meine Gesundheit sich regeneriert hat. Hast du keine Pillen Dings mehr? Nein, ich habe ja die Pillen genommen, aber bis das wieder hochge. Sie meint die Regenerationszeit. Also bis die Anzeige wieder voll ist. Ja, jetzt ist sie wieder voll. Hier liegen auch wieder Pillen. Sehr gut. Pillen und Schoki. Das ist nix. Wir brauchen hier voll die Techno. Markus, oh ja, jetzt wird mein Haarspray alle. Ja, blöd. Alter, kann ich das irgendwie in Mainz geben? Hab ich doch eins in Mainz? Nee, hab ich nicht, ne? Das ist, glaube ich, ist das nicht diese große Höhle, wo die alle drin sind schon? Jetzt ist die Frage, was machen wir? Ne, rennen wir da jetzt wirklich durch, oder? Ja, sagt ihr. Was essen. Das ist die bessere Variante. Ich glaube, die sichere Variante ist da wirklich einmal durchzurennen, statt da jetzt... Also da ist irgendwo rechts ist wie so eine Art See, wo so ein gelbes Gerät ist und da müssen wir rein. Hm? Also rechts? See. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Ihr geht in die falsche Richtung. Oh, da kam schon einer. Ja, ich renne da immer einfach weiter. Baby. Musst du auch immer suchen. Ich finde das auch nie auf Anhieb. Hier ist es. Kommt mal Richtung meinem Schriftzug und jetzt hier rein. Ich muss mal hier das Tauchgerät noch anziehen hier. Wo ist denn das jetzt hier? Da. Zieht sich das nicht wieder alleine an? So, jetzt müsste ich es anhaben. So, und hier müssen wir jetzt tauchen. Ihr wisst, wo lang? Ja, hier blub, kannst du blub, nur in blub, eine Richtung blub, tauchen. Blub, 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 blub. Wenn wir da hochkommen, sind wir auch schon da. Also noch keine Gegner. Ich sehe euch nur so ziemlich verschwommen. Ja, so eine Taucherbrille, das fehlt irgendwie noch, ne? Dass man etwas klarer sieht unter Wasser. Na gut, das geht gerade so noch. Also wie gesagt, ich habe euch also als Anhaltspunkt. Das geht also. Ich habe quasi so Markus seinen Arsch so als Das ist immer ein guter Anhaltspunkt. Nein, eigentlich nicht. So, erstmal hier aufwärmen, wa? Ist das Feuer. So, wieder absetzen, ne? Das ist doch immer ein Feuer. Das Feuer hin. Hier können wir sogar pennen. Ja. Aber ich rette nochmal das Spiel. Ich mach mal Feuerchen dann. Ja, irgendwo müsste hier eins sein. Eigentlich. Bei mir. Vor mir. Bist du blind? Nee, hier ist keins. Doch, bei mir ist hier keins. Nee, ich sehe auch keins. Okay. Nee, du stehst gerade vor nichts bei mir. Ey, ich brenne gerade hier ein Feuerwerk ab, also Feuerchen. Warte mal, wir machen das anders. Ich baue mal eben eins, wa? Das war jetzt gerade der Plan an der Sache. Jetzt geht auch an. Wieso geht's denn nicht an? Wieso baut ihr jetzt zwei? Reicht doch eins. Du hast können. Jetzt hier aber erstmal den Bogen holen. Da ist er. Habe ich schon eingesammelt. Na, aber das war ja problemloser als gedacht. Hm. Oh, auseinandernehmen. Wo war der Bogen? Ist der Bogen jetzt? Der liegt auf den Kisten. Neben dem Zelt. Ah, da. Ich hab's.
Alter, dann speichere ich nochmal einen zusätzlichen Spiel. Habe ich erstmal einiges noch an Molotows mir gebaut, ja? Ja, mache ich auch gerade, dass ich den ganzen Alkohol mitnehmen kann. Ja. Oh, hier ist ganz viel Fleisch. Ja, das ist verdorben. Ach so. Ah, endlich der moderne Beobachter. Ey, aua. Entschuldigung. Ist das Feuer schon wieder aus? Nö. Ich habe dreimal Pistolenmunition aufgesammelt. Ja, es war ja auch nur ein einfaches. Das war eins ohne Steine, das geht einfach weg, dann wenn es aus ist. Ne, normalerweise geht das noch ein bisschen länger, ne? Das ist immer ganz viel Alkohol. Hier ist auch noch ein Koffer irgendwo. Dann mach ich mal kaputt. Ach, verdammt. Ein neues Outfit. Ich mache jetzt mal was zu essen hier. Ach so, ich kann nicht mehr Molotows wahrscheinlich tragen, als ich jetzt gerade habe. Ich habe Essen. Ja. Ich habe Essen fertig. Hier könnt ihr euch nehmen. Also leider nur zwei. Ja, ich leider sind es nur noch. Leider sind es nur noch zwei Stück. Ja, ich bin eh voll. Ach da, warte mal, dann nehme ich das gerne. Eins habe ich gegessen. Ja, ich auch. Witzig. Ja. Oh, witzig, ne? Jetzt waren insgesamt drei Stück. Das Feuer konnte ich nicht sehen. So. Ja, dann können wir ja quasi wieder zurück, ne? Ja. Dann haben wir es ja. Wenn wir jetzt gleich rauskommen, dann direkt wieder losstürzen und, ne? Ja, gleich wieder wegrennen, ich weiß. Aber wir haben ja hier das Spiel gerettet, also im Notfall können wir auch einfach nochmal neu laden. So schräg links halten gleich, wenn man raufkommt. Mensch, ihr taucht aber langsam. Energie sparen, wir müssen gleich rennen. Ich hab ja nicht mal, bin ja nicht mal gerannt. Ich bin einfach nur rein ins Wasser. Aber meine Ausdauer ist auch voll. So. Jetzt einfach links halten, ja? Ja, links halten. Seid ihr da? Ja. Wartet, Moment, ich kann mir gerade den Katana noch schnell ausrüsten. So, jetzt. Irgendwo schräg hier ist es, glaube ich, hier ist es. Oder? Beim Baby. Ich bin mir gerade nicht sicher, ja. Und wir sind wieder raus. Wir können sie ja, glaube ich, nicht mehr folgen, wo man sich duckt. Ja. Ablegen. Kann man wieder machen. Genau. Ab. Eine Fackel machen. Ah. Ja, dann eine Dings machen, ein Feuerchen machen nochmal. Nochmal wärmen, weil mir ist kalt. Ja, warte. Ja, stell dich ja mal an die Fackel. Oh ja. Wir wollen jetzt verbrennen.
Ja, dann müsst ihr näher ran, dann müsst ihr näher ranrücken, wenn ihr brennen wollt. Du hast ein Laserschwert. Ja. Möge die Macht mit dir sein. Ja. Hat ein bisschen was von so einem römischen Licht zu Silvester. Ja, Yvonne hat tatsächlich auch noch ihr Atemgerät drin. Ich habe meins schon abgelegt. Naja, ich auch. Ich glaube, jetzt kurz tauchen müssen wir eh nicht mehr. So, welche Höhle haben wir jetzt noch nicht durch? Was fehlt denn jetzt überhaupt noch? Ich kann mal auf die Karte gucken. Also die Schlüsselkarte fehlt noch? Die würde ich, würd ich auch machen noch, ja, in der nächsten Folge dann. Das war so ein Stück immer nach pro Folge machen. Schlüssel. Haben wir die Leuchtpistole schon? Nee, nein. Die haben wir noch nicht. Die ist am Cockpit, da können wir auch noch hin. Da haben wir letztens drüber gesprochen, wo ich die Leuchtfackeln in der Hand hatte. Das habt ihr gemeint, da sollte man aber sich warm anziehen, weil es ein kalten Dings ist. Ja, aber man kann sich aber auch hier so eine Fackel machen und dann da durchlaufen. Ja, dann gehen wir dann jetzt die Schlüsselkarte in der nächsten Folge holen und danach die Feuerfackel. Oder Leuchtpistole, wie auch immer. Und das wär's dann, oder was? Anhöhlen? Ich glaube, das war's dann, ja. Dann müssten wir eigentlich alles haben. Wie viel ich weiß. Das ist ein Bild wieder. Ja. So. Was zeigt das X? Wo wir sind. Ich glaube, das ist wieder so ein Hinweis, wo man so ein Pistolenteil findet. Ich habe hier Munition gefunden. Ja, habe ich auch vorhin. Können wir jetzt hier nochmal das Spiel retten? War doch hier nochmal irgendein Zelt oder so, oder? Ja, ich glaube, da kommt eins, ja. Wollt ihr von hier gleich los zu der Schlüsselkarte oder erst wieder zurück? Wir können von hier rein. Richtig, wir müssen eigentlich alles haben, auch Essbares oder so. Wir können aber auch wieder zurück, mir ist es egal. Also genug Pillen habe ich noch, aber am Essen sieht es beim Eiding schlecht aus, ja? Ich habe noch das ganze Krokodilfleisch im... Sack. Okay. Wenn das nicht schon verdorben ist. Also ich habe noch ein paar Snacks, also noch ein paar Fruchtriegel. Mhm. Also mir ist das egal. Aber wo war die denn nochmal, die Schlüsselkarte? Die ist so ganz bei uns in der Nähe, ne? Ja. Ja, alles klar. Da war ich auch schon mal. Ich hab oben gesagt, man so. Ja, wofür braucht man denn die Schlüsselkarte? Damit du nachher in das Labor kommst, um Timmy zu retten. Das ist okay. Die Eingangskarte sozusagen zum Endgegner. So, ich dachte, der wäre von diesen komischen Dings entführt worden hier. Die ist, das ist doch, glaube ich, die Höhle bei den Containern, ne? Ja. Eigentlich können wir doch jetzt hier auch mit der Kletterachs bis hochklettern, ja genau. Genau, und dann oben, wo die Seile kommen, nach links rüber. Genau. Nach links, nicht nach rechts. Falsche Richtung. Wer? Distant. Ich würde also gerade jetzt mal die Rotierung kriegen. Also in der Wand. Kev, du findest den Weg. Links. Links, Kev. Links. 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 Nee, ich hab den Controller nach links, den Signal links. Ich finde keiner. Ich weiß gar nicht. Ach, keine Ahnung. Ernsthaft nicht. Ich komm nicht weiter. Nach unten? Geh mal nach unten? Ja, das könnte ich sehen schon nicht. Nee. Hä? Du kletterst gerade ins Nichts. Ich kletter nicht ins Nichts. Jetzt bist du wieder in der Mitte und fällst gleich runter, wenn du den Mist loslässt. Ja, wir müssen mal links. Weiter nach links. Links? Noch weiter nach links. Nicht nach oben, nach links.
runter. Jetzt bist du auf der Plattform. Ja. Jetzt hoch oder was? Dann jetzt zieh das Seil einfach hoch. Umdrehen. Ein Seil. Umdrehen. Ha. Da. Also und da sagen die Männer immer, Frauen hätten keine Orientierung, ne? Unglaublich. Also ich habe eine beschissene Orientierung, das ist normal. Das gebe ich schon mal zu. Weißt du, bis ihr oben seid, haben wir den Endgegner schon besiegt. Ja, ich muss ja aufpassen, dass er nicht runterfällt, damit wir da ganz nach unten klettern müssen. Ja, hätte mich auch retten können, ich hätte mich auch fallen lassen können einfach. Ja, das würde dir gefallen, das würde dich ständig retten, ja, ja. Ja, passiert ja auch nichts anderes sonst. Ja, zumindest falls in der heutigen Session das passiert ist, aber, da bin ich öfters mal gestorben. Noch ein Bild, okay. Ja, hier. Okay. Hm. Da hüpfen die beiden. Mhm. Ja. Ich kann mir das richtig vorstellen. Ja, ja. Jetzt müsste hier nochmal das Zelt kommen, wo wir nochmal retten können. Da sind wir, glaube ich, schon dran vorbei. Wir kommen jetzt hier wieder raus. Ach ja. Okay. Mhm. Na, wenigstens ist es hell. Wo liegt hier gerade? Das regnet. So. So. Man vorne rechts ist doch irgendwo dann der Eingang zur Schlüsselkarte, ne? Mhm. Ja, wir müssen nur auf die andere Seite. Lass dich aber nicht wieder vom Krokodil beißen, Jeff. Doch. Ich fand's war cool. Wieso kann ich die Schildkröte nicht töten? Wie der alle unten rumrennt. Ja, wie der Assis, hä? Normal. Oh, Gegner. Ich sehe gar keine. Hinter uns. Ach da. Wollt ihr in den anderen Eingang rein oder was? Bitte? Ich will in den anderen Eingang rein oder was? Also ich kenne jetzt nur hier den einen bei den Containern. Die hier oben ist der andere Eingang, wo ist da in der Ecke. Okay. Oh ja, kommt. Also wo jetzt, nach oben oder nach unten? Ah, laufen wir jetzt. Ich wäre jetzt sonst auch wieder rübergekommen. Nee, ich bin fast da. Also, wie ist das wurscht?
Deswegen bin ich da jetzt so zielstrebig in die, hier in die Richtung. Und dann ist das wieder so ein Höhlensystem wahrscheinlich, was, was zusammenhängt, ne? So, Moment, bevor wir reingehen. Ich schmeiß mal eben das verdorbene Fleisch raus, Moment.